Gut, dann wären wir wieder mit unserem geistig zurückgebliebenen Riker und Randall, die wir jetzt verlassen werden. Zigarettenautomat und eine Jukebox, cool. So, ich würde gerne mal in dieses Shop, das ist bestimmt hier Sexshop und so, geh ins Shop rein. Ein Zeitschriftenladen. Aha. Zeitschriftenladen, schade, ich dachte, es wäre ein Sexshop. Öffnen. Wozu? Mein Bedarf an schlechten Nachrichten ist gedeckt. Mein Gott, sei doch nicht so pessimistisch. So. Reden wir mit unserem Mr. Flynn. Mr. Flynn? Sir. Mr. Flynn? Sir? Sie hatten recht. Wie bitte, Sir? Die Bar. Eingeschränkt empfehlenswert. Sie hatten Probleme. Naja, die habe ich sowieso. Aber die paar Drinks waren gut. Vielleicht kann ich heute mal schlafen. Das wünsche ich Ihnen, Sir. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Sehr höflicher Mann. Aber das muss man sein, wenn man im Hotel arbeitet. Aber ich finde ihn sympathisch, den Alten. Oh, Anrufbeantworter. Sie haben eine Nachricht. David, ich habe nachgedacht. Du brauchst nicht wiederzukommen. Ich reiche die Scheidung ein. Bitte ruf mich nicht mehr an. Mein Anwalt erledigt alles Weitere. Es tut mir leid. Steck dir dann tut mir leid sonst wohin. Ich glaube, er hat gerade einen kleinen Wutanfall. Super gemacht, David. Rufen mal sofort mal die Alte an, was das soll, und... Und scheißen so zusammen. Das geht ja gar nicht, uns zu verlassen. Geh ran! Geht wohl nicht ran. Unseren Anwalt rufen wir mal an. Wahrscheinlich hat er wieder mal keine Zeit. Ich habe da so einen Verdacht. Geh ran. Ah. Ingram? Hi Terry, ich bin's nochmal. Passt es jetzt besser? Naja, also... Komm schon, 5 Minuten. Wolltest du dich nicht melden? Ja, sorry, ich hab's nicht geschafft. Und jetzt bin ich knapp dran, weil ich gleich noch zu euch rüber muss. Klar. Wie geht's denn, Kim? Hast du sie schon gesprochen heute? Ja, kurz. Heute früh? Nein, mittags, in der Stadt. Wir waren zum Essen. Oh, schön, gute Idee. Wird dir gut tun, mal ein bisschen rauszukommen. Und, was macht ihr heute Abend? Ich weiß noch nicht. Vielleicht gehen wir auf ein Glas raus. Hat sie dir was erzählt? Ich meine, wegen uns. Nicht viel, nein. Hat sie gesagt, sie will sich trennen von mir? Nein, sie war einfach sehr in Gedanken, wegen des Jahrestags. Wie kommst du darauf, dass sie sich trennen will? Sie hat angerufen. Oh je. Terry? Ja? Du hilfst mir doch, oder? Na klar. Sie muss sich wieder beruhigen. Redest du mal mit ihr? Mach ich. Hör mal, David. Sei nicht böse, aber ich muss wirklich los. Ich melde mich morgen früh wieder, ja? Ja, mach das. Aber dann wirklich früh. Ich muss ins Büro. Es geht sonst erst wieder abends. Okay, also bis morgen. Bis morgen. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Er geht nicht auf ein Gläschen mit ihr aus. Der Typ bumst unsere Frau. Das geht mal absolut gar nicht. Ey, der wird noch sehen, was er... Also ich habe den Verdacht, dass er das... Ich schätze, das müsste ich Mr. Flynn mitteilen. Es wäre etwas peinlich, wenn er es vom Roomservice erfahren würde. Ja, aber erst gehen wir schlafen. Ey, dieser Terry da, der ist... Ja, wir waren essen und ich war morgens da und tut mir leid, wir beide haben keine Zeit und ja, ich kümmere mich um sie und ich tue sie nebenbei noch bumsen und so.
Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen. Wenn nur diese verdammte Träumerei endlich aufhören würde. Träumerei? Nein! Schlafen gehen. Jetzt. Aufzeichnung. Sonntag, 11. November 2007. Patienten im Staten Island Hospital wurden erstmals in Augenschein genommen. Erstdiagnose ist posttraumatisches Stresssyndrom. Dadurch ausgelöst vollständige Amnesie. Es handelt sich um 3 junge Männer und 2 junge Frauen, Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Mangels feststellbarer Identitäten sind die Patienten nach den Kennziffern ihrer Zellen benannt. Unterbringung entspricht nicht neuesten Maßstäben. Allgemeinzustand der Patienten ist aber gut. Mit dem männlichen Patienten in Zelle 1 war ein Erstkontakt möglich. Es ergaben sich erste Anhaltspunkte für eine Gefahrensituation, in der sich der junge Mann befunden haben muss. Schrittweise Rekonstruktion erscheint bei ihm besonders aussichtsreich. Männlicher Patient in Zelle 5 ist aggressiv. Medikation wurde trotzdem gemäß der Rekonstruktionstherapie abgesetzt. Privatnotiz. Die Lage mit Kim spitzt sich zu. Ich habe kein gutes Gefühl mehr. Sie klingt kalt, kurz angebunden. Vielleicht liegt es daran, dass gestern der Jahrestag des Unfalls war. Ich habe Terry gebeten, sich ein bisschen um sie zu kümmern, solange ich weg bin. Er hat zwar erst abends Zeit, aber vielleicht tut ihr ein bisschen Gesellschaft ganz gut. Ich habe Kopfschmerzen, hätte den Whisky weglassen sollen. Morgen muss ich wieder da raus und die Kollegen im Hospital sind ziemlich merkwürdige Zeitgenossen. Ich bin müde. Hoffentlich hören mal die verdammten Träume auf. Aufzeichnung Ende. Gesellschaft. Darauf kannst du dich verlassen, mein Guter. Die Medikation von Patient 5? Oh, was für ein Tag. Genau, du schläfst in Klamotten. Kapitel 2. Wunden. Okay. Und da sind wir wieder. Rufen wir sofort Terry an. Er hatte gesagt, ja, ihr könnt uns anrufen. Jetzt steht er wieder da vorne. Komisch. Geh ran, du mieser Lügner. Ingram? Hey, ich bin's. David, sorry, aber es ist gerade ganz schlecht. Aber du hast doch gesagt... Tut mir wirklich leid. Später, ja? Heute Abend. Kannst du denn nicht... Meld dich heute Abend. Langsam kriege ich einen totalen Hass auf den Pisskopf da. Einfach weil er uns immer abwimmelt. Immer, ja... Keine Zeit und so und ja, Kim und hier und da. Jetzt versuchen wir unsere Frau zusammenzuscheißen, wenn sie rangeht. Ja, sie geht ran. Hi. Was willst du? Das fragst du noch? Bist du verrückt geworden? Das ist ein Scherz, oder? Der Verrückte bist doch wohl du. Was soll das? Ich bin noch keine 48 Stunden weg und du hast nichts Besseres zu tun als... Als was? Herrgott nochmal, Kim! Ich muss arbeiten! Warum suchst du dir immer solche Zeiten aus? Mich interessiert das nicht, David. Mach deine Sachen und lass mich in Ruhe. Kim! Mach's gut. Du legst jetzt nicht auf. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann dass du jedes Mal... Kim! Kim! Tja, ich glaube, die Alte... Ich weiß nicht, ich würde ausrasten, wenn ich er wäre. Aber richtig. Vielleicht habe ich auch so ein kleines Aggressionsproblem. Jetzt müssen wir erstmal mit Mr. Flynn reden und ihm diese unerfreuliche Nachricht mitteilen, dass wir den Spiegel zerbrochen haben und gleichzeitig noch den Anrufbeantworter zerstört haben. Ja. Mr. Flynn? Tja. Anrufbeantworter, hey, tut mir leid, ich hatte einen Wutanfall und ja. Es gab da ein kleines Malheur in meinem Zimmer. Ich verstehe vollkommen, Sir. Der Zimmerservice wird das Bett neu beziehen. Nein, das ist es nicht. Ich habe den Anrufbeantworter beschädigt. Ich fürchte, er ist kaputt. So etwas kommt vor. Diese Geräte fallen schnell, sie sind eben leicht. Eigentlich... Ist er in den Spiegel gefallen? In den Schrankspiegel, Sir? Ja. Es sind gut 3 Meter vom Tisch zum Spiegel. Sie müssen sehr unglücklich gestolpert sein. Ja. Nun ja.
Sie selbst sind aber unverletzt, Sir? Ja, alles bestens, danke. Das freut mich. Nichts Ernstes passiert also. Ich werde die Sachen austauschen lassen, kein Problem. Das ist wirklich nett von Ihnen. Tut mir leid, dass ich solche Umstände mache. Ja, wir sind unglücklich gestolpert. Und das mit der Bettwäsche, der Typ ist cool. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Aber irgendwie ironisch. Das hat doch Riker auch noch Bettenesser genannt. Und ich habe schon wieder in den Kopf meines Charakters schauen können. Raus mit dir. So, zweiter Arbeitstag. Hey, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Den Waschlappen. Hey, Waschlappen. Darf's noch was zu trinken sein? Willkommen! Verdammt! Ich krieg dich schon noch! Verlass dich drauf! So ein Idiot! Ich geh besser noch mal kurz rein. Verdammter Spasti! Mr. Flynn? Sir? Steve Riker. Gab es da draußen ein Problem, Sir? Nur ein Betrunkener, ich kenne ihn. Aus der Bar drüben. Da habe ich wohl schon einen neuen Freund gefunden. Soll ich die Polizei rufen? Lassen Sie nur, er wird sich schon wieder verziehen. Wie Sie meinen, Sir. Ich muss los, bis später. Guten Tag noch, Sir. War der überhaupt schon mal geistig irgendwo anders als zurückgeblieben? Der Typ, der geht mir auf den Nerven, dieser Riker. Na, gehen wir mal ins Shop. Vielleicht können wir jetzt da rein. Beeil dich. Wozu? Mein Bedarf an schlechten Nachrichten ist gedeckt. Na dann nicht. Dann... Pech gehabt. Central Park? Nein, Fähranleger da. Leichte Desorientierung. Ah, Central Park waren wir auch noch nicht. Eingang zum Fährgebäude. Lasst uns nach State Island aufbrechen. Und wir sind schon da. So. Ah, Mrs. Fairbanks. Gut, dass ich Sie treffe. Guten Morgen. Ich wollte nur kurz fragen, wie die Nacht war. War alles in Ordnung? Nein, das würde ich nicht sagen. Wieso? Was ist passiert? Das können Sie mit Dr. Young besprechen. Ich habe jetzt Feierabend. Gab es Probleme? Scheinbar schon. Mrs. Fairbanks! Was war denn los? Warten Sie doch bitte! Mrs. Fairbanks! Dumme Schrolle. Scheinbar gab es da ein Problem. Aber bevor wir schauen, was da überhaupt gerade los war, machen wir einen Schnitt. Bis später.